So, Endstation. Die Konstruktionsanlage der Ratte, tief ins Massiv des Mides geschlagen. Ein seltsamer Ort, um einen Panzer zu entwickeln, aber die steilen Abhänge helfen dabei, sich zu verstecken. Es wird Zeit, die Ratte und die gesamte Anlage zu zerstören. Dem Reich darf so etwas nicht noch einmal gelingen. Unterwegs muss ich die Produktionsbänder stilllegen. Außerdem befinden sich auf dem Weg ein paar gute Aussichtspunkte. Und wenn das erledigt ist, kümmere ich mich ein für alle Mal um Wahlen. Hallo? Echo? Nichts. Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle.
Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle. Ihr alle arbeitet für den Triumph des Reiches.
alle auf halbe Ration gesetzt. Unser Werk ist nahezu vollbracht. Danach widmen wir uns dem nächsten. Thank you.
Danach beginnt die Arbeit um zwei. Mal den Haupttransport. Wenn der ausfällt, geht alles still. Jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle.
Noch ein Transformator. Ihr alle arbeitet für den Triumph des Reiches. Auf halbe Ration gesetzt!
dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle. Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle. Alle arbeitet für den Triumph des Reiches.
Wenn nur einer von euch sich nicht richtig ins Zeug legt, werden alle auf halbe Ration gesetzt. Konzentriere mich jetzt auf das Gebiet. Musik! Unser Werk ist nahezu vollbracht. Ja, bitte. Fernglas.
arbeitet schnell und effizient. Euer Leben hängt davon ab. Denk mal, wie die Amerikaner gucken werden, wenn sie ihn sehen. Die pissen sich vor Angst in die Hose und verkriechen sich. Uns nicht in die Quere kommen! Yeah.
sagt er. Eine Spur bisher. Der Wüstengeist höchstpersönlich. Der Mann, der im Alleingang durch Halfaya gezogen ist, sich nach Siva gestohlen
und mit einem Tiger in Kasserin duelliert hat und unsere Versorgungslinien unterbunden hat. Ich bewundere Ihre Arbeit. Wir sind uns ähnlich. Sie und ich. Wir sind beide Soldaten. Wir sind Kriegsarbeiter. Wir lieben unsere Arbeit. Wir haben nichts gemeinsam.